Wir sind die Spielvereinigung Greuther Fürth und wir spielen in einer sehr starken zweiten Liga und wir werden auch uns nicht in jedem Spiel x-beliebige Torchancen rausspielen. Och, wir haben es uns ab und an mal ein bisschen unnötig schwer gemacht. Wie groß ist denn die Vorfreude auf dieses Spiel beim Bundesligisten? Ja, die ist natürlich riesig, das ist klar. Wir hätten natürlich gern ein Heimspiel gehabt. Wir sehen das als Bonusspiel für uns, dass sich die Mannschaft auch durch eine überragende Leistung in Hoffenheim verdient hat. Und ist aber auch so, dass wir nicht nur nach Bremen fahren, um ein bisschen dort Fußball zu spielen, sondern wir wollen natürlich schon auch unsere Momente in dem Spiel haben und maximale Intensität auf den Platz bringen. Und ja, dann besteht auch die Chance, dann auch in die nächste Runde einzuziehen. Ich glaube, wenn wir da in einer anderen Verfassung gewesen wären, wenn unsere Innenverteidiger dabei gewesen wären, glaube ich, hätten wir auch echt gute Chancen gehabt, auch in Bremen weiterzukommen. Wir haben eine sehr, sehr junge Innenverteidigung gehabt dann. Und dann ist es halt mal so, dass du beim Bundesligisten dann auch die eine oder andere Chance dann vielleicht, oder er die eine oder andere Chance hat. Aber jetzt, ich habe es auch im Vorfeld der Partie schon gesagt, der absolute Fokus auf die Liga. Und da werden wir jetzt alles dran setzen, dass wir weiterhin erfolgreich sind. Ja, das war echt ein schwieriges Spiel, muss man sagen, weil die Würzburger Kickers zu dem Zeitpunkt echt in einer guten Form waren, in einer sehr guten Form. Wir das aber trotzdem gedreht haben, wobei wir in der ersten Halbzeit schon das ein oder andere Mal Glück gehabt haben. Das war so ein Spiel, was wir gewonnen haben, wo man sagt, kann auch in die verkehrte Richtung laufen. Ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Arbeitssieg, würde ich sagen. Kompliment an die Jungs. Glückwunsch an die Jungs. Glückwunsch an alle. Wir sind mit 9 Punkten in die Rückrunde gestartet, beim Torverhältnis von 8:1. Ich glaube, das kann sich sehen lassen und ich glaube auch, dass das nicht jedem bewusst ist, wie wir in die Rückrunde gestartet sind. Die Frage nach den Duellen gegen die direkte Konkurrenz, wie entscheidend werden die nächsten Wochen sein? Ja gut, jetzt kommt es natürlich Schlag auf Schlag, aber auch nochmal zur Erinnerung, nach dem Hamburg-Spiel haben wir 5 Spiele in Folge gewonnen und 15 Punkte geholt. Wir sind jetzt mit 9 Punkten gestartet, haben 6 mehr als in der Vorrunde. Also wir haben schon Bock und wir haben auch Selbstvertrauen. Und deswegen, wir haben auch keinen Druck. Ich glaube, dass andere Mannschaften, die in der oberen Tabelle stehen, deutlich mehr Druck haben als wir. Aber wir genießen das Ganze jetzt und ja, wir wollen schon. Und da spreche ich jetzt nicht von den kommenden Wochen, sondern erstmal jetzt von dem Spiel gegen Hamburg. Ja, da wollen wir schon was auf den Platz bringen und ja, einfach eine gute Leistung zeigen. Und dann muss sich der HSV auch strecken. Ja, Hamburg war irgendwie ein komisches Spiel. Ich glaube, wir waren ein bisschen am Anfang nicht gut im Spiel, haben aber auch nicht so viel zugelassen. Aber es war halt nicht so dominant, wie wir vielleicht uns das erhofft haben. Aber klar, der HSV hat natürlich auch eine gewisse Qualität und natürlich auch einen großen Anspruch. Aber dann sind wir eigentlich in der zweiten Halbzeit richtig gut rausgekommen und ich glaube, in Gleichzahl hätten wir sogar sehr gute Chancen gehabt, da zu gewinnen. In Unterzahl haben wir dann Glück gehabt, dass wir den Punkt gehalten haben, aber die Mentalität und die Einsatzbereitschaft und wie sich die Jungs da reingehauen, das war natürlich schon phänomenal. Aber wie gesagt, es ging halt da diese gelb- und gelb-rote Karte voraus, die du nie geben darfst. Und das hat natürlich dem HSV ein bisschen in die Karten gespielt, aber wir haben trotzdem den Punkt geholt und das war wichtig. Ich glaube, man hat es dann gesehen, dass es die letzte halbe Stunde einfach für uns ein Überlebenskampf war. Die Jungs haben sich in alles reingeworfen, was kam. Sascha Burchardt dann nochmal zweimal gut pariert und letztendlich 30 Minuten dann, ja, alles in die Waagschale geworfen, um diesen einen Punkt dann mitzunehmen. Umso schöner ist es natürlich, dass es tabellarisch auch, ja, ich glaube, mehr geht an diesem Spieltag auch nicht in der zweiten Liga, absolutes Topspiel sein wird. Und da freuen wir uns drauf und wollen natürlich auch, wenn wir eine angespannte Personalsituation haben, unseren Teil dazu beitragen, dass es ein erfolgreicher Abend wird und dass es auch einem Spitzenspiel dann leistungstechnisch gerecht wird. Fußball Deutschland, ich glaube, die Augen sind auf Fürth gerichtet am Montag. Und das ist der Reiz. Ja. Und dass es dazu noch ein Spitzenspiel ist, umso schöner. Ja. Für das werden wir alle Fußballer. Und solche Spiele will man natürlich dann auch in der Regel so häufig wie möglich haben und dann auch genießen.
das Besondere an dem Spiel war einfach, weil unser komplettes Mittelfeld ausgefallen ist. Also da waren ja unser Seguin, Ernst, gelb-rote Karte, Seguin gesperrt und noch irgendeiner war gesperrt. Ich glaube sogar Green, der war, glaube ich, krank. Auf jeden Fall hat uns das komplette zentrale Mittelfeld, also unser Herzstück, hat in dem wichtigen Spiel gegen Kiel gefehlt. Und Kiel hat es dann auch in der ersten Halbzeit echt sehr gut gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit war ja auch Dixon drin und Timmy hat gespielt. Oder Timmy hat erste Halbzeit gespielt und dann kam da Jamie rein. Und die Jungs haben es dann überragend gemacht und wir haben das Spiel dann 2-1 gewonnen. Und von Kiel kam in der zweiten Halbzeit dann fast gar nichts mehr. Und da hatten wir einfach personell einfach brutale Probleme. Wie gesagt, von dieser ersten Elf, aber die anderen haben es dann auch wirklich super gemacht. Ja, erstmal das Allerwichtigste vorneweg, Glückwunsch an meine Jungs, an meine Mannschaft. In dieser Konstellation, mit was das Spielerpersonal betrifft, früh in Rückstand zu geraten, das Spiel zu drehen und zu gewinnen, ja, das ist unglaublich, ja. Ich kann es nur immer wieder betonen, ja, großes Kompliment an meine Mannschaft für die Bereitschaft, für den Willen, wirklich das Letzte für das Team zu geben. Und deshalb glaube ich, war es zwar etwas glücklich, das wollen wir natürlich auch nicht oder kann man auch nicht wegdiskutieren, aber ich glaube, wer am Ende des Tages 125 Kilometer läuft 9 Kilometer mehr als der Gegner, der verdient sich das Glück dann auch irgendwo. Zur nächsten Frage von Nico Gehlef. Wer solche Spiele am Ende für sich entscheiden kann, redet um den Aufstieg mit. Nimmst du das Wort Aufstieg jetzt in den Mund? Wir haben jetzt ein Hammerprogramm vor der Brust einfach. Ja, es hat letzte Woche ja schon begonnen, ja, mit HSV Kiel, jetzt nach Hannover, dann kommt Bochum. Ja, wir wollen gut durch diese Spiele einfach kommen und weiter kontinuierlich punkten. Und wenn es irgendwann der Zeitpunkt oder wenn dieser Zeitpunkt da ist und wir dann in Schlagdistanz sind, dann werden wir sicherlich auch uns dazu äußern. Aber aktuell ist es einfach viel zu früh. Wenn wir dann ein bisschen anders beieinander gewesen wären, musstest du das Spiel gewinnen, weil Hannover zu dem Zeitpunkt auch nicht gut in Form war. Ne? Die haben es klar mit Duxch und mit Weidern und mit Haraguchi dann immer Spieler, die auch das gewisse Extra ausmachen. Aber ich glaube, rein von der Mannschaft her, wenn wir eine richtig gute Form gehabt hätten, hätten wir sie geschlagen. So hatten wir nur eine gute Form und deswegen war es nur 2-2. Aber es war halt schon ein Stück weit enttäuschend, weil ich glaube, das Spiel hättest du gewinnen können und hättest dann auch noch mehr Druck auf die anderen machen können. Aber auch da wieder Mentalität, Charakter, Glaube. Man hat in der zweiten Hälfte gesehen, warum wir ja, die ganze Saison über jetzt unter den Top 5 eben stehen.